Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was für ein politisches Beben muss eigentlich die Hamburger SPD und muss den Hamburger SPD-Bürgermeister erfasst haben, dass er sich heute aus dieser Debatte flüchtet nach Bayern in ein bayerisches Bierzelt und dort Trost sucht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, statt sich hier zu rechtfertigen für sein Wirken in der Hansestadt, statt sich zu rechtfertigen für das, was er zum Koalitionsvertrag beigetragen hat, geht er nach Bayern und sucht dort Vergessen. Vielleicht auch das Vergessen von seinen Versprechungen, die er den Hamburgern gegeben hat beim G20-Gipfel. Das Versprechen konnte er nicht einhalten. Vielleicht sucht er auch Vergessen von seinem Versprechen, was er uns gegeben hat, dass er in Hamburg bleibt. Vielleicht ist das sogar ganz gut, dass er nicht in Hamburg bleibt. Auf jeden Fall hat er dieses Versprechen gebrochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Herr Trepol hier immer zur Höchstform aufläuft und die SPD kritisiert, immer so vollmundig, dann glaubt man natürlich, der Mann steht hier wie eine Burg und der muss Recht haben. Aber Herr Trepol, wenn ich mir das ausgebombte Programm Ihrer CDU angucke und dann sehe, mit welcher Substanzlosigkeit Sie zum Koalitionsvertrag beigetragen haben, dann muss ich sagen, Sie stehen hier in einer Rolle, die Ihnen gar nicht zukommt. Dass die SPD die falschen Prioritäten setzt und dadurch auch zügig Richtung 15% daddelt, das ist doch kein Zufall. Sie setzen die falschen Prioritäten, indem Sie dem Wähler und Bürger sagen, na, bevor wir in eine Koalition mit der CDU eintreten und bevor wir eine stabile Regierung für Deutschland bilden, was Deutschland eigentlich dringend nötig hätte, da unterhalten wir uns doch erstmal über den Familiennachzug zu Syrern. Wissen Sie, was die deutschen Bürger davon halten? Rein gar nichts. Und deswegen sind Sie auf dem Weg in die 15%. Und dann sagen Sie auch noch, so etwas wie die Zuwanderung aus 2015 würde sich mit diesem KUA-Vertrag nicht wiederholen können. Ja, wo steht denn das? Wo lesen Sie das denn eigentlich? Ich würde sagen, es heißt dort Offengrenze statt Obergrenze. Es gibt nämlich gar keine Obergrenze. Es heißt dort, jeder, der nach Deutschland kommen will, wird nicht an der Grenze abgewiesen. Sobald er darlegt, er sei politisch verfolgt. Das ist etwas kryptisch formuliert, in der Tat. Das versteht eigentlich auch kein Mensch. Dazu brauchen Sie Juristen und Journalisten, um das auszulegen. Aber das ist in der Tat der Inhalt. Und bei dieser Koalitionsvereinbarung ging es nicht darum, die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu sichern, sondern es ging um die Zukunft von Frau Merkel.